Unser Reporter Daniel Baumbach ist heute Morgen bereits ganz früh aufgestanden und von Anfang an war klar, heute wird er nass. Entweder von unten oder von oben, denn Daniel war auf der Werra. Eigentlich das perfekte Kanurevier, aber durch die Hochwasser und Unwetter dieses Jahr hat sich in dem Fluss reichlich Holz angesammelt, mit dem das Kanufahren alles andere als Spaß macht. Bei diesem Schiedwetter auf der Werra paddeln, das macht kein normaler Mensch. Das macht nur ein Reporter, der nicht nur theoretisch über die Probleme reden will, sondern sie auch erfahren will. Hier vorne haben wir schon das erste Hindernis. Ja, aber ist das so typisch jetzt gerade für die Werra, dieser Baum? Das ist für die momentane Situation ist das typisch hier. Abducken, Kopf einziehen. Also es liegen einige Bäume wie dieser auf der Werra gerade. Ja. Was also in unserem Bereich liegen circa 10 Bäume in diesem Charakter in der Werra. Dann könnte man doch sagen, Mensch, das ist alles total urwüchsig. Wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass ca. 80% der Kanufahrer hier Anfänger sind. Es kann eben passieren, dass die Boote dann kentern. Mitunter sind kleine Kinder mit dabei. Also es kann auch richtig gefährlich werden. Es kann richtig gefährlich werden, ja. Inwieweit ist denn dieser Zustand auch geschäftsschädigend für Sie? Dadurch, dass bedingt durch die Situation hier eigentlich der Wassertourismus zusammengebrochen ist, kann man sagen, dass es ruinös ist. Ja, und spricht sich ja auch schnell rum, wenn solche Bäume drin das liegen. Das spricht sich sehr schnell rum. Mehrfach hat Gunnar Erbert schon an die Landesanstalt für Umwelt und Geologie geschrieben und um Abhilfe gebeten. Die TLUG ist für die großen Flüsse zuständig. Doch eine Antwort sei bis heute ausgeblieben. Und die dicken Karwensmänner liegen immer noch im Wasser rum. Wenn das Land den Kanutourismus auf der Werra weiter betreiben will, dann sollten solche Geschichten zeitnah beseitigt werden, um den Kanutourismus nicht zu gefährden. Wir tun, was wir können, sagt dagegen der zuständige Flussmeister. Aber rund 500 umgestürzte Bäume an knapp 260 Flusskilometern seien eben nicht mal schnell zu beräumen. Mit lediglich 8 Mitarbeitern schon gar nicht. Und Privatfirmen seien im Prinzip ausgebucht. Wir haben uns vorgenommen, wenn alles klappt, dass wir bis 30.11. alle Baumbrüche aus dem Wasser rausgeholt sind. Ist für die Kanufahrer natürlich zu spät, da ist die Saison ja vorbei. Ja, ich sag mal, wir hatten dieses Jahr zwei Ereignisse, die nicht so vorhersehbar waren. Okay, zum einen das Hochwasser Anfang Juni, zum anderen die Sturmsituation 6.8. Wir waren bis Anfang August waren wir mit der Behebung der Baumbrüche oder der Bergung der Baumbrüche an der Werra fertig, haben alle Baumbrüche rausgeholt. Und dann kam natürlich dieser Bruch, der uns noch mal richtig auf dem ganzen Gebiet, sagen wir mal 500 Bäume, hingelegt hat. Kanuverleihern wie Gunnar Erbert bleibt da nur die Hoffnung auf die nächste Saison und auf ein sturm- und hochwasserfreies Wetter bis dahin. Um künftig mehr Druck aufs Land ausüben zu können, wollen die Touristikanbieter demnächst an der mittleren Werra eine Interessengemeinschaft gründen. Nach dem Motto, nur gemeinsam machen wir den Fluss frei.